Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate. Und wir befinden uns noch in der Taverne Freundlicher Arm, in der wir letztes Mal zwei Quests gelöst haben. Müssten wir zumindest. Ja. Der Quest mit dem Gürtel und mit Julias Flammentanzring. Und wir werden uns jetzt auf den Weg Richtung Berig Ost begeben. Ich gucke eben nochmal auf die Karte. Ja, hier ist soweit. Hier in dem Bereich, der hier schwarz ist, befindet sich groß nichts mehr. Hier oben ist nur noch was, wo man halt auf einem Weg Richtung Norden kommt. Aber wir müssen erstmal hier Richtung Süden über Berig Ost nach Nashtel. Und ich habe beschlossen, dass wir jetzt erstmal dahin gehen sollten. Beziehungsweise ich dahin gehen will. Ja, wo habe ich jetzt mal aufgehört? Ich habe über die Hardware meines PCs gesprochen. Ja. Womit soll ich weitermachen? Ich kann euch nochmal erzählen, was ich so, wie ich meinen Computer so hauptsächlich eingerichtet habe, weil ich bin kein auf zur Kreuzung. Ich bin niemand, der explizit Windows benutzt, aber ich bin auch niemand, der nur Linux benutzt, beziehungsweise eines dieser beiden Betriebssysteme quasi vergöttert, wie einige das tun. Sondern ich bin jemand, der beides benutzt für unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel benutze ich im Moment Windows XP, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Ja, und warum ist das Ganze so? Weil zum Spielen, man kann zwar viel mit Wine starten unter Linux, aber unter Windows läuft es halt meist noch problemloser. So, wen haben wir denn hier? Eldorf. Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldorf Korn. Entschuldigt mich, ich bin ein wenig außer Atem. Ich musste mich soeben aus diesem Gefecht zurückziehen. Nicht weit von hier lauert mir am Wanderpfad die Gnolle auf. Ein ganzes Dutzend von ihnen. Ich konnte mich in ihrer rasch entledigen. Doch als ihnen dann noch eine Handvoll Oger zu Hilfe kam, beeilte ich mich wegzukommen. Ich denke, ich habe sie vorerst abgeschüttelt. Möchte einer von euch vielleicht von meinem slegautischen Brandwein kosten? Sicher, gebt einen Schluck. Glaubhafte Geschichte. Und wir haben gestern 50 Taraske niedergeschlagen. Schert euch weg. Na, nimm mir doch von seinem Brandwein. Oh. Ich hoffe, dieser Trunk mundet euch. Etwas besser, man wird schwerlich finden. Vermutlich fragt ihr euch, aus welchem Grund ich mich so freigebig zeige. Da steckt doch bestimmt mehr dahinter als die reine Herzensgüte. Werdet ihr euch vielleicht denken, nun, in gewisser Weise habt ihr nicht ganz Unrecht. Wenn ich euch so ansehe, denke ich mir, das sind Leute, die nach Möglichkeiten suchen, sich das Leben angenehmer zu gestalten. Eventuell kann ich euch ja bei dieser Suche behilflich sein. Also, es gibt da ein Mädchen, das ist meine Geliebte. Sehnlichster Wunsch ist es, der Obhut ihres Vaters zu entrinnen und ihr eigenes Leben zu führen. Ihr Vater, Enthal Silberschild, ist einer der Herzöge vom Baldurstor, wodurch die Erfüllung ihres Wunsches von großer Schwierigkeit gestellt ist, als bei einem gewöhnlichen Mädchen aus der Stadt. Indes mit eurer Unterstützung werden wir es zu Wege bringen, dass sie der tyrannischen Umklammerung durch Enthal zu entreißen. Der Witz an der Sache ist der, da wir sowieso davon ausgehen können, dass Enthal uns verfolgt, können wir ihm eine große Summe Geldes erpressen und müssen uns keine Sorgen machen,
das uns unsere Geisel entwischt. Ich sehe, tun wir das alles nur für sie. Wir müssen diesen Plan nicht unbedingt sofort zur Ausführung bringen. Ich werde euch so lange zur Seite stehen, bis ihr das eure zu Ende gebracht habt und bereit seid, nach Baldurs Tor aufzubrechen. Immer nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Nein, das werden wir auf jeden Fall nicht annehmen. Sicher, wir können die zusätzliche Hilfe gebrauchen und es hört sich an, als könnte euer Plan funktionieren. Na, erstmal haben wir eh keinen Platz mehr im Moment, zweitens brauchen wir die Hilfe von ihm nicht. Seid ihr immer so ekelhaft oder ist das einer eurer besseren Tage? Sucht euch andere, die euch bei euren sinnlosen Intrigen helfen. So, ja, wie schon gesagt. Ihr lasst euch da eine fantastische Gelegenheit durch die Lappen gehen. Ja. Mir egal. So, gehen wir hier nochmal hoch. Kreischlinge und Wölfe. Stört euch irgendetwas? Kreischling wird von Imohen mit dem Bogen getötet auf den Wolf. Also hier sieht man jetzt mal, der Wolf hat 9 Schaden gekriegt, hier sieht man jetzt mal, dass da steht Wolf verletzt. Und je nachdem, was da ist, da steht dann leicht verletzt, verletzt oder schwer verletzt oder dem Tode nahe, je nachdem wie groß die Verletzung von dem Getier sind, beziehungsweise dem Gegner, gegen den man kämpft. Ich erkenne gerade leider recht wenig, weil es im Spiel Nacht ist, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und ihr scheint gerade schön die Sonne überall rein und das ist nicht so toll. So, dann gehen wir doch mal weiter den Weg hier runter. Auf die andere Seite ein bisschen und gucken uns mal hier um. Ja, da oben war ich ja, als ich auf der Suche nach dem Oger war. Ah, noch mehr Kreischlinge. Und ein Xwart. Erster Kreischling im Dreck. Zweiter auch. Und der Xwart ist auch Matsch. Der hat ein Kurzschwert. So, mal gucken. Ist ja noch was Interessantes. Habt aber kein Oger. Ich speichere eben nochmal. So, noch mehr Kreischlinge und Quater. Hallo? So, jetzt noch der Wolf. Was haben wir hier? Der 15 Gold und 3 Gold. Und halt auch das Kurzschwert, das ich nicht mitnehmen werde. So, was ist hier noch? Nichts, hier war ja der Ogre. Was könnte ich euch denn sonst noch erzählen? Ich könnte euch erzählen, warum ich Let's Plays mache, und zwar ich habe mir sehr lange Let's Plays angeguckt, so jetzt seit circa 3 bis 4 Monaten, und habe einfach mal beschlossen, dass ich auch sowas mal probieren möchte. Und dann habe ich mir halt ein Spiel gesucht, wovon es noch, als ich vor 2 bis 3 Wochen gesucht habe, gab es hiervon auch kein Let's Play, beziehungsweise nur jemanden, der mal angefangen hatte und das dann aufgegeben hat. Darum habe ich mir gedacht, weil ich das Spiel einigermaßen kenne, dass ich mich dem einfach mal annehmen werde und es versuche. Ja. Mal gucken, was draus wird. Weil ich es angefangen habe, werde ich es auf jeden Fall zu Ende bringen. Selbst wenn es statt der insgesamt angepeilten 300 Stunden, die ich denke 600 Stunden dauert. Das ist mir vollkommen egal. Ja. Was kann ich sonst noch sagen? Ich bin
Student im Bereich des Ingenieurwesens